Ja, guten Tag, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen 911 Operator, natürlich wieder im Kassel. Ja, letztes Mal wurde einer verletzt. Das ist natürlich nicht so toll. Aber, und das, daran habe ich auch gar nicht gedacht, ich habe der Polizeihelikopter, hier der Polizeihelikopter, der war ja ein zu wenig und ich dachte, ich hätte hier links kein Personal, weil die alle verletzt sind. Man muss ja natürlich rekrutieren, das ist natürlich auch die Möglichkeit. Und da haben wir natürlich noch 1000 Leute. Und da können wir auch natürlich hier zwei Polizeileute rekrutieren. Und natürlich auch Sanitäter. Weil wir haben ja auch letztes Mal ein neues Fahrzeug gekauft. Dann machen wir jetzt mal alle Feuer. Polizei. Wen nehmen wir denn da mal? Alexander Rogers. Und hier, wer hat denn noch gute Werte? Da Caleb Wright. Die rekrutieren wir auch. Und Sanitäter nehmen wir. Nehmen wir. Hier Savannah Paul. Da brauchen wir drei Leute. Lincoln Allen. Der hat 81 und 75. Und. Ja, Nora Gomez. Die nehmen wir. Und jetzt können wir hier Polizei. Und hier. Wo war der Verletzte? Hier. Packen wir auch noch hier drauf. Machen wir ein neues Team offen für euer Sanitäter-Team. Krankenwagen. Und dann die drei Sanitäter. Und die bekommen hier das ganze Zeug hier. Erste Hilfeset. Dann diese komische Kompresse da. Defibrillator. Das da. Dann machen wir ganz normal Entsendung starten. So, Einheit offen machen und Schicht beginnen. Oh, erste Meldung schon. Betrunkener Fahrer, ja. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Fahrer verhält sich seltsam. Was haben wir hier? Bewusstlosigkeit. Person wurde aus unbekannten Gründen bewusstlos. Erster Anruf schon. 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something Wohnung about ist it? Nebenan ist schrecklich laut. Wo What's denn? The address you're calling from? Okay, was ist los? You know what's happening at your neighbor's place? Some kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud music. Okay. Sind sie in Gefahr? Do you feel threatened in any way? Honestly, yes. I don't feel safe. Wieso? Could you tell me why you're not feeling safe? Warum fühlen sie sich I've nicht heard sicher? Some aggressive voices, maybe an argument. I think they might start fighting at any moment. Auf der Party da streiten die sich, okay? Haben sie Waffen? Do you think they might have any weapons? Did you hear something that might indicate that they might be armed in any way? I have no idea. Ich sende ihm mal die I'll send a couple of officers over to check things out and see what's going on, okay? Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Okay. Autodiebstahl. I'm listening. Right away. Reporting. Right away. Reporting. Heading over there. Schicken wir mal zur streitenden Party noch ein Fahrzeug. Reporting. Heading over there. Und schicken wir hier noch jemanden zu der Party. Oh, ein Anruf. 911, what's your emergency? My car was stolen! Ja, wo denn? Where did this happen? In front of a shopping mall. Vor dem Einkaufszentrum. Haben sie Sir, falsch are you geparkt? Sure you didn't park your car in, you know, a no parking zone or in somebody's driveway or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Das kann ja jeder sagen. Woanders geparkt? Maybe you left your car somewhere else, sir. No, I always park here.
Sag mal die Adresse. What's the address of where this happened, sir? It happened at... Okay, da. Sind Sie sicher? Sir, are you completely sure that your car is not at another parking space? Yes, I'm 100% sure. Okay, ja, dann kommt die Polizei. Okay, I'll send an officer when I have one available. Thank you. I'll wait for them. Wenn er hundertprozentig sicher ist, dann schicken wir auch einen Polizisten dahin. Unter Beschuss auf der Party geht das ordentlich ab, ey. I'm listening. Right away. Waiting for orders. Heading over there. Was haben wir hier? Hausbesetzung. Wohnungslose Menschen haben sich zu einem verlassenen Gebäude begeben. Autodiebstahl. I'm listening. Heading over there. Ja, warte. 911, what's your emergency? So, drücken Sie eine Zahl. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Oh, wieder eine Geiselnahme? Noch einmal für Geiselnahme. All right. Please press the button once if you're in a hostage situation and can't talk. Okay, wie viele sind es? Okay, I want you to press the button on your phone for each person there who's threatening you. Haben Sie Waffen? Do they have any weapons? Press once for yes, twice for no. Is this a terrorist attack? Press once for yes, twice for no. All right, we have your location. Is it... Genau, die ist es. Warten auf Rettungskräfte. I want you to wait for emergency services. They're going to be there soon. Waiting for instructions. So. What are the orders? On my way. Da schicken wir direkt mehrere da an. Shots. Heading over there. Was haben wir hier? Gewalt in der Familie. Reported. Case understood. Das sehen wir auch nicht so gerne. Was haben wir hier? Rasen. I'm listening right away. Reporting right away. 911, what's your emergency? Hey, there was a robbery. Okay, wo denn? Where did this happen? Around. Okay, wann? How long ago did this happen? A moment ago. Okay, sind Sie verletzt? Sind die Angreifer noch in der Nähe? Attacker still in the area? I have no idea. They ran away somewhere. Where were you hit? My head. I'm bleeding. Okay. I want you to just stay there and wait until the ambulance arrives. Sure. Did they have any weapons? Yes. A bat and a knife. All right, sir. Okay. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Injured on board. So, die Geiselnahme, die war auch diesmal ein bisschen schneller, aber... Eher die laute Party. Heftiger Gebäudebrand. Reporting right away. What are the... We're under... On my way. So. Da unter Beschuss. Waiting for orders. Understood. Anruf. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Wo denn? Where's the car parked? In the shopping mall parking. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Was stört? So, what is it about this parked car that has you concerned? There is not enough space to walk through. Oh. Sag mal die Adresse. Can you give me the address of where this car is parked, sir? Nö, ist kein Notfall. Sir, this isn't an emergency call. You'll need to contact the proper city services to make a complaint. Oh, really? I thought you at least had to try to help me. Kümmern wir uns ja nicht um jeden Mist. Was haben wir hier? Falsch parken. Nochmal. Auto wurde vor einer Einfahrt geparkt. Der Verkehr steht still. Okay. Reporting. Understood. Dann. Das ist ja auch wichtig. Reporting. Nicht für so requesting Einkaufszentrum. 911, what's your emergency? Hello? There's been a car crash. Autounfall? Wo denn? Where did the collision happen? Around. Okay. Ist wann? When did it happen?
5 minutes ago. Ist jemand verletzt? Are there any injuries? Yes, one person's injured. Okay. Ist der Verkehr blockiert? Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both were completely destroyed. Okay. Welche Verletzung? Can you tell what kind of injuries they have? I think one of the passengers might have broken his leg. Okay. Just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, ja. Thank you. Kommen gleich alle. Oh, Leute wurden befördert und alles in Ordnung. Das ist sehr gut. Grundeinkommen 5000 Dollar Belohnung 37.500. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich sag dann mal, das war's dann erstmal. Bewerte ruhig den Part und bis zum nächsten Mal. Tschüss.